Diese Münze kam am Montag an ihren Platz in diesem Rohbau eines Seenotrettungsbootes der DGZS. Die offizielle Zeremonie der Kiellegung für das 10-Meter-Boot führte Eiswettschneider Peter Lüchinger durch, weil die Eiswette den Neubau durch Spendengelder maßgeblich finanziert. Für den Schneider aus der Schweiz, einen Binnenmenschen, wie er selbst sagt, die erste Kiellegung überhaupt. Ja, das Spannende ist für mich, dass eben, wenn man an einen Ort kommt und auf einmal fängt nachzudenken, was das eigentlich alles bedeutet. Ein Schiff ist auf einmal viel mehr. Es kann Leben retten. Und ganze Gedanken gehen, was machen die alles mit diesem Schiff? Und da merkt man, es ist, auch hinter dem Schiff ist eine Geschichte. Und deswegen, als Eiswettschneider, weil ich ja gerne Geschichten sammle und so, ist es ja ganz schön, dass ich wieder eine neue Geschichte über Bremen erlebt habe. Also gut, das ist jetzt Niedersachsen hier, aber einfach, dass es in Bremen so kleine Orte gibt, die man sonst eigentlich gar nicht erfahren kann. Und dass es von hier ausgeht. Also ich fahre jeden Tag über die Brücke in die Neustadt und das ist so dann das Zentrum von der ganzen Küstenrettung. Und das ist eine ganz große Leistung. Das neue Boot wird eines von 6 baugleichen Einsatzfahrzeugen sein und von freiwilligen Seenotrettern bemannt werden. 2 Schwesterschiffe werden, wie dieses, von der Fassmer-Werft in Berne gebaut, 3 weitere von Tamsen Maritim in Rostock. Sie werden ältere Boote der DGZS-Flotte turnusgemäß ersetzen. Mit der im Rumpf eingeschweißten Münze hat der Neubau sozusagen seine Seele bekommen, formuliert es DGZS-Vorsitzender Gerhard Harder. Sie soll unter anderem Glück bringen. Das ist ungefähr wie beim Haus, wenn Sie einen Grundstein legen, legen Sie alte Münzen ein, um, wenn das später mal geöffnet wird, um zu sehen, wann ist das passiert. Ähnlich ist es auch hier. Das mit der Seele habe ich einfach mal so gesagt, weil ich das so einen schönen Begriff finde, weil dann dieses Schiff nicht nur mein Material ist, sondern es ist plötzlich ein, aus meiner Sicht, lebendiger Körper geworden. Man kann sich das vorstellen, wie der rausfährt, wie der retten soll. Und das ist eine schöne Zeremonie, die heute ganz besonders schön war. Durch den Schneider und durch die Dinge, die wir aus Bremen alle gut kennen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Doch bei aller Feierlichkeit kam beim Gedanken an die gefährlichen Aufgaben der Seenotretter der DGZS auch etwas Nachdenklichkeit hinzu. Es geht um eine Grenzüberschreitung. Also Not ist ja nicht planbar und die Not ist erfordert von den Menschen, also von den Betroffenen wie von den Eingreifenden, eine wahnsinnige Leistung, die kann man sich ja nicht vorher ausdenken. Das heißt, man kann ihnen nur Glück wünschen, dass sie in dem Augenblick auch die Zufälle so spielen, dass sie die richtigen Entscheidungen fällen und natürlich für die Betroffenen, dass da eben ihnen das Glück beiseite steht, dass die auch da sind. Also das Meer ist eine große Fläche, wo man sich ganz schnell verlieren kann. Und das ist ja, dass man eben dann sozusagen um Glück eingefangen werden kann und dass man Leben retten kann. Wo das neue Rettungsboot stationiert sein wird, steht noch nicht fest. Ebenso wie der künftige Name, der erst bei der Taufe im kommenden Jahr verkündet wird. Noch heißt es SRB 67. Den eigentlichen Namen darf die Eiswettgesellschaft aussuchen, da sie den maßgeblichen Anteil der Gesamtkosten in Höhe von rund 1 Million Euro trägt. Durch die Erlöse der Stiftungsfeste 2016 und 2017.